Meine Musik ist aber immer unglaublich schlecht gewesen, dass ich einfach wie gedacht habe, hey, ich kann doch zwischen den Liedern lustig sein, weil dann bleiben vielleicht die Leute im Raum, weil sie denken, hey, okay, das Lied ist zwar scheiße, aber wir haben nicht gewundert, was er nachher wieder macht. Meine Freundin hat gefunden, mach. Sie war super supportive gewesen. Jetzt, wenn ich so darauf zurückschaue, denke ich so, wie hätte sie mir das machen können? Ich schaue Videos von mir an, von dem Comedy Award und von deutschen Auftritten und ich mir denke so, oh, nein. Wieso hat man nicht das Mikrofon weggenommen? Ihr macht ja beide Comedy, sind beide für den SRF 3 Comedy Talent Award nominiert gewesen, macht auch zusammen einen Podcast. Habt ihr euch schon vorher gekannt oder ist das erst so durch die Comedy-Branche gekommen? Wir haben uns beim Comedy-Machen kennengelernt. Also Moritz hat man sofort kennengelernt, wenn er erfolgreich war. Aber ich habe das Gefühl, dass ich dich von einem Fahndungsfoto kennt habe. wir haben uns vorher nicht gegeben, wir haben uns an Open Mics kennengelernt. Und Moritz ist mit einem Kühlegurt und einem Biergestück an der Langstrasse an einem Open Mic gekommen und hat irgendetwas erzählt von seinem Bündner Akzent. Und ich habe gedacht, okay, es ist wir, aber es ist auch lustig. Und dann sind wir irgendwie, keine Ahnung, irgendwann hat er dann Latzhosen angehabt und dann sind wir dann kompletter Rasch gegeben. Dann ist schon fertig, dass wir mit mir machen wollen. Ja, und dann habe ich einfach so gefunden, du bist ein Walking-Meme. Und dann habe ich gedacht, so, müssen wir. Und dann habe ich gemerkt, dann haben wir gemeinsam gemerkt, wir finden uns recht doof, aber so das Doof, was man aushaltet, weißt du, ja, was ich meine? So das Doof, wo man so auch noch übereinander lachen kann. Und von dem hat sich das ergeben. Und trotzdem, obwohl wir so verschieden sind, sind die anderen Leute, mit denen wo wir auftreten sind, es hat schon ein bisschen Sinn gemacht, dass wir uns gezwungenermaßen ein bisschen anfreunden, weil wir uns ja, und er hat, dann auch, wo wir uns noch nicht so gut kennt haben, hat er mir einen Job gemischt bei seiner Firma, wo ich ihm den geholfen habe, Lager aufräumen, wo ich bis heute nicht bezahlt worden bin. wo auch cool war, dass es auch so ausgenutzt hat. In dem Fall, der Bub ist gross und kann vielleicht hier die Karnik, die Ballette lüpfen und ziehen. Und ja, der Christian Geld dafür nie bekommen, aber okay. Ja, wir haben zwei Stunden lang Kaffee getrunken. Und ein Pastrami-Sandwich gegessen. Eben, ja. Wir haben recht viel Kaffee da. Eben, ja, nein, voll, so. Voll gekypert. Aber du hast Geld bekommen, ich nicht. Und ich habe mich aufstehen morgen. Stimmt. Ja. Aber du bist mit Sicherheitsschuhe, was ich sehr professionell gefunden. Ich habe gedacht, weißt du... Für jemanden, der nicht so mit anpacken kann. Ich habe gedacht, ich zeige ihm jetzt so, ich habe das Shit im Griff. Ich habe mehr angepackt als du. Ich habe mehr Kisten umgedreht. Du wärst ja gezahlt. Das war eigentlich das, was ich mein Geld dafür bekommen habe. Aber ja, ich bin in Kaffee und guter Laune gezahlt worden. Das war toll gewesen. Das ist schön gewesen. Ich erinnere mich ganz gut an den Tag. Ich mich auch. Das war genau vor einem Jahr gewesen. Oh ja, so toll gewesen. Ja, aber dort habt ihr in dem Fall eure Verbindung gestärkt und euch entschieden, dass ihr auch zusammen Sachen machen wollt. Nein. Nein, ich glaube, das ist wirklich so später gekommen, wo wir so gemerkt haben, so... ich weiß gar nicht, wie das... Es war nie wirklich ein Gespräch gewesen. Also ich meine, unsere Beziehung hat nie den Talk gehabt. Mhm. Und so gefunden haben, so, ab jetzt sind wir... Sonst ist es einfach so, ich glaube, es funktioniert nicht mit jemand anderem. Aber wir sind aber jetzt ein Duo geworden. Es fällt mir erst gerade jetzt auf. Das ist ein bisschen komisch. Das ist ein bisschen komisch, ja. Wir sollten eigentlich auch noch lernen, so schlechte Zaubertrick machen und dann so ein Turnfest auftreten. Weißt du, was ich meine? Ja, einfach... Du hast so eine Fliege an, aber eine mit farbigen Tüpfeln und ich komme raus und lasse einen Rubik's Cube in einer Papiergucke verschwinden, wo noch ein anderer Rubik's Cube schon drin ist und dann nehme ich beide raus. Und alle so, wow! Es ist ein sehr durchdachtes Konzept. Mhm. Ja. Ja, ich habe viel Freizeit im Moment. Also. Jetzt, du hast es schon erwähnt, die Fabrik, die wir zusammen geschafft haben, ihr macht ja Comedy nicht hauptberuflich. Was macht ihr dann nebenbei noch? Also ich mache sonst noch Musik, so in diversen Bands. Arbeite auch noch extern so ein bisschen als Gag-Autor für verschiedene Sachen. Und dann habe ich noch einen 60% Job in einer Naturkosmetikfabrik, ein bisschen außerhalb von Zürich. So, und du? Ich studiere. und nebenan arbeite ich im Trampolinpark. Ich lebe mit Traum. Also ich bin jetzt zwei Semester nicht mehr in einer Vorlesung. Ich habe nur meine Professoren auf Zoom gesehen. Mhm. Beziehungsweise ich habe sie nicht gesehen, wenn ich nicht gegangen bin. Und sonst lasse ich mich... Das muss man aber schon sagen, wenn eine Vorlesung am Computer ist und du musst eigentlich nur drucken,
dass du dann nicht gehst, finde ich mal ein richtig cooler Student. Nein, weil, also ich weiß auch nicht, so, wenn ich gang und ich kann zuhören, ich bin dort im Unterricht, dann kann ich wenigstens, weißt du, dann mache ich nichts anderes. Aber so, wenn ich auf dem einen Tab meinen Professor habe und auf dem anderen Tab habe ich Clicker Heroes und da einen eine Sporn habe, tough decision. Nicht so einfach. Ja, würde ich auch nicht den Dozenten auswählen, verstehe ich. Außer er sieht gut aus, dann, was ich meine. Aber dann ist ja dann schon. Mein einer Dozent hat mal sein Mikrofon nicht abgemacht und seiner Frau, hat von daheim aus gesehen, und hat seiner Frau gesagt, dass wir Studierende gar nicht wissen, dass er keine Hosen anhat. Das ist... Und ich habe am liebsten mein Mikrofon angemacht. So, Alter, zeig mal. Was ich meine, hey, Mann. Aber... Nein, aber da bin ich im Trampolinpark, aber das schaffe ich jetzt auch nicht, weil das ist zu. Ja. Aber der Trampolinpark war eigentlich so mein Lebensziel. Ich muss es auch nicht weiter. Es ist okay, ich bleibe da. Ja, das ist doch gut, wenn es dir gefällt. Also. Das gefällt mir so fest. Und wieso macht ihr das? Also ist das, weil ihr in dem Sinn, da habt ihr den Wunsch, einmal vom Comedy zu leben? Oder ist für euch das auch wichtig, so Abwechslung zu haben und nicht nur Comedy zu machen? Also ich will safe davon leben können. Aber das ist, ich rechne realistisch mit 5 bis 10 Jahren, bis das der Fall wird sein. Das ist auf jeden Fall so das Einzige, was ich mir vorstellen kann, wo ich denke, okay, gut, bis zum Rest im Leben ich das mache, ich sehe mich nicht als, keine Ahnung, als eine Person, die einen Abschluss holt und dann neu mehr arbeiten oder als jemand, der sich auf so eine Karriere aufbaut in etwas, wo man keinen Bock hat. Also weißt du, das Montag bis Freitag und dann freue ich mich aufs Wochenende. Und ich will 7 Tage können sagen, okay, es ist nicht immer geil, aber ich will das die ganze Zeit machen. Das ist sicher das Ziel. Aber wie realistisch und wie es umsetzbar ist, ich mache es einfach und dann schaue ich mal, wie es geht. Ich weiß nicht, ich finde es schon noch eigentlich relevant zum... Also es ist ja jetzt nicht so, dass ich so 0815 S-Bahn-Witz schreibe oder irgendwie so ein Zeug. Obwohl ich es gerade letztens gemacht habe, aber... Ich kann es sagen, Alter. Nein, aber ich finde es in dem Sinne noch relevant, weil... Also mega viele Sachen passieren, ja, jetzt blöd gesagt, einfach im normalen Leben und... Und ich finde jetzt zum Beispiel etwas Normales schaffen, jetzt blöd gesehen, bringt auch mal auch so ein bisschen die Realität und Ehrlichkeit ein, was dann vielleicht schwieriger ist, wenn du immer bis Mittag pensch und dann gehst du am Abend irgendwie an die Open Mics und so Logo schreibst und Logo bist ja irgendwie umeinander. Aber ich habe wie das Gefühl, dass mir, und das klingt jetzt ein bisschen kitschig, aber dass mir wie so auf eine gute Art und Weise so ein bisschen erdet und dann gibt es wie, also ich habe das Gefühl, dass mir schon besser macht, wenn ich zumindest auf irgendeine prozentuelle Art und Weise einfach noch zum, sagen wir, breiter Leben oder teilnehme, wo Schaffen ist. Außerdem finde ich, Arbeiten ist auch gut, weil dann kannst du auch einfach mal ein paar Stunden in der Woche musst nicht deinen Act denken oder irgendwie sowas. Finde ich schon noch gut. Und so ein bisschen die Struktur. Außerdem verdient man mehr Geld mit einem normalen Job. Ja. Ja, und das ist ja, ich keine Ahnung, für mich ist das immer so etwas, was komischerweise Kreativität anregt, ist, wenn ich etwas relativ Einfaches mache, was einfach nur Ausführung verlangt. Also ich muss nicht nachdenken bei mir beim Arbeiten. Ich habe meine Tasks, die mache ich und währenddessen läuft da oben wie so ein Autopilot. Das heisst, ich würde nicht, eben das ist der Punkt, ich würde nicht einen Abschluss machen, also ich will einen Abschluss machen, ich würde dann nicht irgendein Statistiker oder als Data-Analytiker noch immer arbeiten, ich permanent da oben muss hirnen und dann so oben wie so die ganze Festplatte am Brennen ist, sondern eben das, was er sagt, einerseits erdet es einen, andererseits ist es etwas, wo man halt wie so, wir können mega oft während dem Arbeiten Sachen in den Sinn, plus es muss ja etwas passieren in deinem Leben, wo du kannst darüber reden, wenn du die ganze Zeit nichts machst. Machst schon relativ, also auch so Beobachtungskommende oder Sachen, die dir auffallen, musst du ja noch immer sein und mit Leuten interagieren, dass das kannst du, glaube ich. Aber also für mich ist es schon so, wenn ich einfach rumlege, dann schaffe ich es am Abend nicht einmal, um irgendwie anständig etwas zu kochen. Und wenn ich arbeiten gehe, komme ich nach dem Arbeiten zurück, habe vielleicht noch das Gefühl, hey, ich schreibe jetzt noch etwas, ich mache noch Musik, ich koche noch, ich räume gegebenenfalls gerne die Wohnung auf. Nein. Er probiert sich jetzt dort zu verkaufen mit, schau, wie produktiv ich bin. Nein. Piadinas Menü 2. Oder wie heisst das? Piadino Menü 2. Bestellt er sich 15 Chicken Nuggets, 3 Pizzas, gönnt sich, klampft ein bisschen um und calls it a day. Aber ist okay. Nein, aber das. I still love you. Ich bin noch null wegen deiner Liebe da, Matteo.
Nein, aber ich, also nur, dass ich nochmal sehe, ich finde schon, es ist so ein Motor, der ein bisschen angeschossen wird. Und dann irgendwie bin ich produktiver, wenn ich auch einfach an den Tagen, die ich auch gearbeitet habe. Und sind die schon so ein bisschen als Kind einmal auch, weißt du, so ein bisschen der Pausenclown gewesen oder so der Entertainer in der Gruppe? Oder woher kommt das mit dem Humor? Und woher kommt also das Bedürfnis, vor anderen aufzutreten und lustig sein? Boah, also das Bedürfnis, vor anderen aufzutreten, ist eigentlich so das, was ich am meisten. Ich weiß auch nicht. Also, wenn ich es könnte machen, ohne vor anderen aufzutreten, würde ich es, glaube ich, machen. Das ist nicht so angenehm, das immer zu machen. Es braucht für mich, ich muss wie so, wenn ich es oft mache und ich probiere es so oft zu machen wie möglich, komme ich in so einen Rhythmus rein, wo es wie klar ist, dass ich es mache. Aber wenn ich Pausen dazwischen habe, braucht es für mich wahnsinnig viel Überwindung und ich will es immer sofort sagen, nein, ich muss es nicht nach Zürich, fuck it, ich melde mich ab. Oh, vielleicht ist das halt weh, ich hoffe, das ist halt, weißt du, das. Und bei mir kommt es, ich glaube, also erstens mal habe ich einfach, mein Hirn ist einfach permanent am Rattern, seit ich Kind bin. Und also ich glaube ADHS, ich weiß es nicht. Es ist ja so ein Trendding, dass ich selber diagnostiziere, wenn man seine Symptome liest. Ich denke, ADHS, oder? Und ich bin immer, ich habe mich Maul nie können heben. Ich bin aus der Schule rausgeflogen, ich bin nicht wahnsinnig beliebt gewesen in der Schule, weil ich halt alle immer genervt habe. Ich habe schon Faxen gemacht, aber ich bin nicht lustig gewesen. Ich bin nervig gewesen, hauptsächlich. Nur nervig. Und es ist eigentlich nur aus dem heraus entsprungen, dass ich Comedy geschaut habe, relativ viel, und mir dann überlegt habe, ich würde es gerne mal ausprobieren. Weil ich ein riesen Fan bin von Comedy. Und seitdem ist für mich, der Moritz ist viel lustiger als Person, finde ich. Viel lustiger, viel spontaner lustiger, viel, er kennt viel mehr Sachen, er kann Leute viel besser lesen. Ich muss, wenn ich Comedy Stand-up mache, vor allem, ich klammere mich an mein Material. Ich muss es schreiben und testen und ausprobieren. Und ich kann nicht, ich habe ihn schon gesehen, ohne Vorbereitung auf der Bühne gehen und wahnsinnig lustig sein. Das könnte ich im Moment nicht. Oder? Das heisst, bei mir ist so, ich habe nie gedacht, ich bin witzig oder Pausenclown. Ich habe eher gedacht, so, wenn ich mit Schnurren kann, Geld verdienen, cool. Und das ist so der einzige Weg, den ich gesehen habe. Ich bin mega fester Schulclown gesehen, Clubs. Also so früheste Kindheitserinnerungen sind. Also zuerst habe ich glaube gerne nicht geredet, weil ich einfach ein komischer, kleiner, sturer Bub war. Und dann habe ich ihn ein bisschen aufgetaut, glaube im Kinski. Und ich glaube schon eher lustig drauf. Ich war dann auch lange in einem obskuren Bubeninternat, wo ich natürlich nicht brillieren konnte mit Sexiness oder so, sondern eher mit Humor. Und ich trete halt, weil ich eben schon lange Popmusik mache, irgendwie habe ich halt schon hunderte von Konzerten gespielt und darum ist es wie ein Naturell, zum auf die Bühne stehen, ist in dem Sinn schon immer da gewesen. Und meine Musik ist immer unglaublich schlecht gewesen, dass ich einfach wie gedacht habe, hey, ich kann doch zwischen den Liedern lustig sein, weil dann bleiben vielleicht die Leute im Raum, weil sie denken, hey, okay, das Lied ist zwar scheiße, aber mich nicht wundern, was er nachher wieder macht. Und so ein bisschen aus dem aussehen, also ich glaube schon immer ein bisschen vorne dran. Und ich glaube, mit den Leuten, die ich auch schon Sex hatte, haben auch schon bestätigt, dass sie mich lustig finden. Und das ist der Grund, wieso sie mit mir näher sind. Okay, ja, okay, we can go there. Das ist, ja, wieso nicht? Also ja, Humor durch und durch. Und wo ihr das Umfeld so ein bisschen mitbekommen habt, dass ihr jetzt Comedy machen wollt, wie haben die so reagiert? Boah, also erstmal gar nicht, weil ich es nicht gesagt habe. Meine Freundin hat gefunden, mach. Sie war super supportive gewesen. Jetzt, wenn ich so darauf zurückschaue, denke ich so, wie hätte sie mir das können machen? Also ich mache es jetzt, was mache ich, eineinhalb Jahre? Nein, nicht einmal. Ein Jahr und ein paar Monate. Und ich bin, also ich kann von mir nur von mir reden, ich bin immer noch grottig schlecht. Ich schaue Videos von mir an, von dem Comedy Award und von deutschen Auftritten. Und ich mir denke so, oh, nein. Also wie horrible. Aber ich habe letzte Aufnahme gesehen, so von meinem dritten Auftritt. Und ich mir denke, wieso hat mir nicht, eben das Mikrofon weggenommen? Also warum hat mir nicht jemand, es ist so, also nur sie hat mich dort unterstützt und mein Umfeld hat dazu gefunden, so später so, hey, mach, aber mach noch alles andere weiter. Also meine Eltern gefunden, gehen wieder zur Uni und ich habe so gefunden, nein, das ist jetzt. Und sie so, das ist nicht ganz. Aber und dann, immer noch, also der Support ist da, aber ich glaube, ich muss noch, wie soll ich sagen, ich glaube, ich muss noch deutlich mehr erreichen, um so meine Familie und meine Freunde wirklich davon überzeugen, so, ah, okay, nein, das ist jetzt wirklich, was er macht, glaube ich. Ich folge nicht nach, ich mache. Bei mir hat es niemand überrascht. Mhm. Sondern es ist einfach ein weiteres Feld dazugekommen, wenn ich meine Bekannten
Nerven gehabt. Es gibt ein paar Leute, wo so ein bisschen so die coolen Musikerleute, die ich zu tun habe, und ich finde es mega uncool. Ah ja? Ja, ja. Weil es ist, weil natürlich Humorarbeit so ein bisschen im deutschsprachigen Raum, denkt man ja einfach an die schlechten Exempel und wie so, oh nein, jetzt wirst du irgendwie so ein Giggeli-Gaggeli, also meine Freundin und ich, also weißt du, so die Gugus-Comedy-Sache. Und sie haben wie so ein bisschen das Gefühl... Aber das bist du doch. Nein. Du bist doch der Dude, der mit der Gitarre auf die Bühne gekommen ist. Ja, ich habe mal ausprobiert. Du bist der Peach Weber Junior. Ich bin der Peach Weber. Vielleicht für eine Werbeagentur, die gerade zuschaut. Hast du Peach Schädler? Das ist... Nein, ja, ich habe es einfach ein bisschen uncool, aber das ist mir ja auch relativ egal, weil es zeichnet mich aus. Darum bin ich auch so gut, weil ich einfach immer das mache, was ich das Gefühl habe. Nein. Die Leute sind, meine Nachleute sind sehr supportive für das Ganze. Und wie der Matteo auch richtig gesehen hat, er ist so schlecht, immer noch. Hey, Alter, für dich jetzt gelangt. Für den scheiß Stein und für dich jetzt gelangt. Also ja, aber ich habe den Preis nur nicht gewonnen, weil ich nicht aus der Schweiz komme. Er played immer die Racism-Karte. Er denkt immer so, ich kann dir Rassismus... Er muss sich einreden, dass er ist 8 Jahre älter als ich. Ich meine 80 Jahre, Entschuldigung. Ich meine, er geht schon gegen die 64. Aber, und dann hat er da seine Band rumgemietet in irgendeiner abgefuckten Drehzimmerwohnung in Dübendorf. Dort drinnen liegt so eine indische Ukulele. Und dann komme ich und habe nur einen dummen Latz. Und ich gewinne. Und nein, du hast einfach viel mehr gestrebt. Und ich bin einfach das locker angegangen. Mhm. Für mich war es einfach nur schon eine Ehre, dass ich überhaupt mit dir immer nominiert sein darf. Was schon stimmt, ich habe letztens wieder altes Material gesichtet. Und ich dachte, hey, wie ist die Nummer schon wieder gegangen? Und dann habe ich es angeschaut und gedacht, es ist grottenschlecht. Es macht weh. Und dann habe ich mir gedacht, und was, das sind die guten Erfahrungen gewesen. Ich kann mich noch erinnern, weißt, das ist ein guter Ding. Und ich bin nachher so heimgegangen und habe so gedacht, hey, das ist richtig gut gewesen. Und jetzt schaue ich so an und denke so... Ich schaue so alte Aufnahmen und ich denke mir so, die Leute lachen über mich, nicht wegen mir. Die Leute lachen über mich. Das ist... Aber ich glaube, anders geht es nicht. Also man kann ja nicht... Ich höre das von allen Comedians, die irgendwie Erfolg haben. Ich so, schau, die ersten 5 Jahre, stell dich doch wieder, du wirst scheiße sein. Mindestens die ersten 5 Jahre. Und wenn man ja, das von Anfang an gesagt bekommt und weiß, dann ist es so, okay, gut, am Fall bin ich halt jetzt 5 Jahre aber mindestens scheiße. Wie schafft ihr das, dass ihr gleich euch immer wieder getraut, dem auszusetzen? Obwohl man weiß, dass es schlecht ist. Ja, oder dass man auch, ich meine, man stellt sich ja schon irgendwie einem gewissen Risiko in Anführungs- und Schlusszeichen aus, weil es kann ja einfach sein, dass niemand lacht. Oh, das passiert auch. Oh ja, ja, das passiert. Aber wie handelt man so etwas? Halbe Flasche Bourbon, 2 Xanax und dann so, nein, also wenn ich das immer wieder mache, ist, weil ich glaube einfach zu dumm bin, zum verstehen, dass es, wenn es so wäre, nicht für mich ist. Also weißt du, was ich meine? Ich habe einfach so das... Also für mich kommt es tatsächlich ein Stück weit aus dem Sport. Ich habe jahrelang keinen Sport gemacht. Ich bin sehr dick gewesen als Jugendlicher. Und ich habe dann wie irgendwann mir alles auf selber beibringen, auf Sport machen. Mittlerweile mache ich seit 3 Jahren Kampfsport. Und beim Kampfsport ist es tatsächlich so, dass du am Anfang, auch wie bekommen, die ersten paar Jahre bist du richtig scheiße. Und erst vor einem Jahr, so nach 2,5 Jahren Training, habe ich auch Sachen können machen, Bewegungen, und ich dachte so, okay, ich mache das jetzt in 2 Jahren, aber es wird langsam mal richtig aussehen. Und ich habe einfach dort die stumpfe Mentalität von, ich vertraue dem Prozess. Je mehr, dass ich das mache, desto besser werde ich. Ob das so ist, weiß ich nicht. Aber für mich ist meine Rechnung im Kopf ist einfach, Input, 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 Input und irgendwann kommt dann der Output. Mhm. Aber halt wirklich einfach permanent machen, 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 machen und ob denn das Resultat so gut... Ich habe wie keine... Wie nennt man das? Ich kann mich schlecht ausdrücken. Ich habe wie keine Anforderungen an mich selber. Mhm. Ich mache, ohne zu erwarten. Das ist... Weil sonst geht es nicht. Mhm. Es gibt kein schlechtes Gefühl, es gibt kein schlimmes Gefühl, als an der Langstrasse in der Stube, so vor 50, 60 besoffenen Leuten, die richtig Stimmung haben, und kommst so, was ist mit der Swisscom? Und alle so, das ist nicht lustig, Alter. Und du stirbst innerlich. Und dann gehst du heim und denkst so, nein, ich höre auf. Und am nächsten Tag denkst du, okay, ich probiere es nochmal.
Weil die keine Erwartung haben. Ja, und es hat halt auch mit dem Arbeitsprozess, also der Matteo und ich fiebern ja so ein bisschen oder probieren den Weg von, sagen wir, eher englischsprachigen Comedians einzuschlagen, wo es einfach viel darum geht, zum Material testen, zum quasi eher, auch wenn es ausgeschrieben ist, einfach eher mal eine Idee ausprobieren und dann anhand von ihm das immer wieder zu machen und wir checken, okay, das ist lustig, das nicht, das kann ich vielleicht so ändern, das kann ich so also umdingseln. Und so ist es ja wie vorprogrammiert, dass es halt ab und zu nicht tut. Weil ich finde so in dem Sinn mega lustig, so mit einer enorm absurden, dummen Idee herzukommen und raus, weil ich wie merke, hey, dort ist irgendetwas lustig. Irgendetwas ist, ich weiß auch nicht genau, was es ist. Und dann sind es halt oft, und wir nennen ja unsere Sachen auch auf, so mit dem Telefon, und anhand von der Aufnahme merkst du dann wie, ah, okay, da haben die Leute gelacht, das habe ich gerne nicht erwartet, dass die Leute da lachen. Ich kann mir vielleicht eher, okay, vielleicht ist eher dort eine Punchline. Und so kann man das unbedingt, aber es ist einfach relativ normal, dass ab und zu einfach ein schweigendes Publikum vor dir hast. Es gibt ja Leute, die kommen an Comedy-Shows, ich will so niemals blamen, weil oft ist es der Fehler vom Comedian oder der Comedian. Aber es gibt ja Leute, die kommen an Comedy-Shows und haben keine Lust auf Lachen. Das gibt es auch. Stimmt. Also das Publikum, es gibt halt einfach, wirklich einfach Leute, die finden, hey, im Fall, es ist gratis, wir sind hier reingelaufen, wir haben einen Güppli getrunken und ihr könnt euch alle ficken. Okay. Das passiert. Ja, oft ist es, und dann kann es vielleicht auch passieren, dass halt gerade die zwei Leute, die voran mal auftreten, halt vielleicht auch nicht einen guten Tag haben, also vielleicht allgemein schlecht sind. Und dann... Hast du eine schwierige Vorlage? Ja, weil, oder? Und dann ist vielleicht die Person, die moderiert, schafft es nicht, um die Stimmung wieder aufzukriegen. Und dann ist es vielleicht schon noch schwer. Und dann ist es aber ab und zu, finde ich, dann teilweise auch nicht einmal so schwer, weil du machst am Anfang so einen guten Gag und dann sind die Leute eigentlich auch wieder froh. Ah, okay, es ist jetzt nicht alles schlecht. Ja, aber ich habe es auch schon gehabt, dass Leute so dermaßen versenkt haben, dass ich einfach gewusst habe, ich könnte doch machen, was ich will. Ja, du könntest eigentlich immer zehn Nötchen in die Hand drücken. Der Zug ist abgefahren. Und dann ist aber bei mir meistens so, look, can't lose. Ja. Und dann mache ich einfach. Und dann, ich mache es dann meistens, wenn es so scheiße ist. Es gibt auch wirklich öben, selten, aber an Open Mics passiert das, wo, weil das ist ja gratis, oder? Die Leute kommen rein und die schauen sich es an. Dann gibt es halt wirklich einfach teilweise öben, wo du kriegst nicht, niemand kriegt es an, wirklich den Raum zu brechen. Und wenn ich dann einer von den späteren Comedians bin, dann ist mein Fokus direkt so, wir haben alle gelitten, ich bringe Comedians zum Lachen. Das ist mein Fokus dann. Und dann mache ich so blöde Insider-Jokes, das schauen uns dumm an oder so. Das ist dann, weil du musst dann probieren zu überleben. Und ich kann mich daran erinnern, der Moritz ist mit fucking abgesagten Jeans, mit so Männer-Hotpants. Ist schon im Kontiki auf Deutsch auftreten. Und was ist das? Du hast irgendeinen Hitlerwitz gemacht. Und er war so nicht lustig gewesen. Und ich bin am Boden gewesen vor Lachen. Weil ich gewusst habe, er hat ihn für mich gemacht. Er hat ihn nicht fürs Publikum gemacht. Er hat ihn für mich gemacht. Und das sind dann so die kleinen Sachen, die einen so ein bisschen über Wasser halten, wenn das passiert. Und haben wir also irgendwie, weißt du, ein Ritual vor ihr auftreten, das ihr immer so macht oder wo ihr hilft, euch zu konzentrieren? Also mein Ritual ist eigentlich, dass ich probiere, zum kein Bier trinken davor, ab und zu funktioniert es, ab und zu nicht. Wenn man ja eigentlich, oder ich finde, man ist einfach allgemein Sex, Musik oder Comedy, allgemein konzentriert. Ritual nicht, ich bin einfach nervös meistens. Sehr nervös sogar. Hat aber auch schon Bier getrunken und Whisky und ist dann sehr lustig gewesen. Also eben, das er hat so, der Moritz hat halt einfach so teilweise den Pegel, wo wenn er so durch ist, einfach so leicht antrunken und Nervosität genommen, da ist ich lall und dazwischen hat er so den Sweet Spot, wo wir noch nicht genau herausgefunden haben, was er muss konsumieren, wo noch gar nicht Material, wo er geschrieben hat, sondern er schreit auf die Leute an und sagt, hey, ich bin fast so besoffen und dann redet er über irgendwelche Sachen und er zerstört mit dem, aber wir müssen noch herausfinden, was er genau... Also ich kann mich nur erinnern, ich glaube, der besagte Auftritt war wirklich so gewesen, dass ich kurz bevor ich auftrete, bin ich noch schnell aufs WC gegangen und mir jetzt schier auf den Latz gehauen, weil ich so angetrunken war. Und ich so denke so, wow, wow, wow. Und dann ist es so ein guter Auftritt gewesen. So gut gewesen, so gut gewesen. Nein, Ritual, ja, einfach nochmals, ich glaube, es machen die meisten Comedians, sie schauen einfach nochmal das Material durch, man schaut nochmal schnell die quasi so Hauptpunkte an, wo man wie weiß, okay, das muss sitzen, dort ist der Gag.
ja, und hoffe, dass, was mich am meisten stört, ist, wenn es dann immer noch ein bisschen zu lang geht, bevor man spielen kann. Oh nein, nein, das Schlimmste ist, wenn du weißt, du bist im Fall nach dem Moritz, es ist der Alex, der Moritz und dann ich. Und dann kommt irgendwie der Dude vom Open Mic und sagt, im Fall der und der ist Sport, hey, und zwei Sekunden bevor du dran bist, im Fall mit dir noch die Person vorne dran. Oder sie verwachseln es. Ist nicht so schlimm, aber wenn du dich gerade vorbereitest und du weißt, jetzt komme ich dran und du knüpfst vielleicht an einen Joke an, dann kommt jemand, ich sage, oh mein Gott, wieso muss das sein? Und es passiert die ganze Zeit. An mir Ritual ist, an Open Mics probiere ich so, also ich schaue schon an, über was will ich reden, aber ich bin immer viel zu verstift an Open Mics gegangen. Immer so mit, ich mache die fünf Jokes. Und ich probiere mehr und mehr für Open Mics, was haben wir jetzt 3 Monate nicht gespielt, aber so mein Outlook ist, ich will an Open Mics so locker und so offen wie möglich ausprobieren. Und bei Shows, wo jetzt Leute Geld zahlen und ich weiss, da probiere ich nichts Neues aus, da nehme ich das, was getestet ist. Dort bereite ich mich vor, so dass ich genau weiss, was kommt. Ich schreibe teilweise am Tag noch die einzelnen Bits aus, dass ich genau weiss, welche Reihenfolge kommt, auch wenn mein Hirn mir oft im Stich lässt. Und dann bin ich relativ, ich würde sagen, mindestens der Act vor mir schaue ich und höre ich noch zu, damit ich genau weiss, was ist passiert. Gleichzeitig bin ich aber im Kopf die Struktur machen. Und für mich ist Bewegung mega wichtig. Ich muss mit Energie auf die Bühne kommen. Ich kann nicht jetzt einfach da sitzen, okay, noch 5 Minuten, sondern ich lauf hin und her, ich mache fucking Jumping Jacks. Also bist du der, der die anderen nervös macht eigentlich? Nein, ich gehe weg von Leuten. Okay. Nein, ich will dann auch mit niemandem reden, weil ich habe so Angst davor. Und dann bin ich nervös und dann eben Bewegung hilft extrem, um mein Hirn oft anregen und dann... Ich lerne mega fest, oder ich überlege mir einfach, was das Allererste ist, was ich sage. Mhm. Dass ich es einfach nicht vergesse. Mhm. Hey, Lütlis. Genau, was eigentlich einfach Hallo hey, ist. Oder Hoi, oder Hey, Lütlis. Mhm. Wenn ich mal ganz flippig drauf bin. Es hilft mir enorm. Sind wir am Fuden? Das ist die beste Opening Line von der Moritz Schädler je gebraucht. Ist Hey, Lütlis, sind wir am Fuden? Hocken wir auf der Polstergruppe und sind ein bisschen am Fuden. Sind ein bisschen am Fuden. Ja. Was soll ich sagen? Ich bin einfach ein unglaublich guter Comedian. Ja. Ich bin ein Koryphäe. Es tönt aber schon so, als wäre das alles, also wenn man das schaut, oder? Dann hat man immer so das Gefühl, wow, das ist mega spontan und der Witz ist mir jetzt auch noch gerade eingefallen und so, wie es irgendwie passt. Aber das ist in dem Fall gar nicht so, sondern es ist sehr strukturiert, oder wie? An Shows, wo Leute Geld zahlen. Ja. Also für das SRF hat vor dem Comedy Award so eine Show gemacht, im Plaza von 180 Leuten. Mhm. Die größte Show, die ich je gespielt habe, dort ist jedes einzelne Wort ist strukturiert gewesen. Nicht Wort für Wort, aber so, ich habe genau gewusst, also die Punchlines sind genau die gleichen. Ja. Vielleicht vorher so irgendetwas dazwischen oder ein kleiner Satz. Aber das ist dort, sobald Leute Geld zahlen und ich weiß, ich muss 7 Minuten auf den Punkt bringen, mache ich keine Experimente mehr. Dann ist es sehr strukturiert. Ja. Und das ist ja auch aber der Punkt, glaube ich, was ich extrem noch lernen muss, ist nicht nur der Inhalt, sondern Delivery. Wie viel Pause mache ich? Wie lange mache ich Pause? Wo ist meine Tonlage? Das sind alles Sachen. Was machst du mit den Händen? Mhm. Oh ja, was machst du mit den Händen? Was machst du mit dem Mikrofon? Was machst du überhaupt mal, wenn die Leute länger lachen als eine Sekunde? Habe ich auch nicht genau. Ja. Ist wie, was ziehst du an? Sicher nicht das, aber. Hey! Ich finde das eine gute Sache. Danke vielmals. Die Farbe ist okay, aber die Flecken drauf. Bringst du die chemische? Bringst du vorne einen Mofa-Laden in Dübendorf? Frag, ob sie mir ein bisschen Putzbenzin drauf können. Gibt es irgendetwas, das nach wie vor immer viel Überwindung kostet? Wie meinst du? Also das besprochen eigentlich mit einfach auf die Bühne gehen. Ja, und dann eben entweder probierst du neues Zeug aus, macht dich nervös, oder du probierst zum professionell sein und quasi das Zeug, was du fix machst, macht dich auch nervös. Mhm. Es passiert auch sehr oft, dass bei der grösseren Sache spielst du irgendwo, wo du noch nie gespielt hast. Dann sind nur schon die Kolleginnen und Kollegen, wo man vielleicht, oder wo man auch noch denkt, so, hey, krass, ich spiele jetzt mit dieser Person. Weil man dort in dem Sinn auch noch so ein bisschen so vor diesen Leuten. Respekt. Ja, eh. Also, und alles, was noch aufgezeichnet wird, noch immer bleibt. Stimmt. Und noch, ja, die alles, was so im Internet bleibt. Oder die grosse Angst, was im Internet bleibt. Wie das zum Beispiel jetzt. Ja. Ja, aber das ist ja kein Comedy-Auftritt. Das ist ja nicht. Nein, aber das wird nicht mehr weggehen. Hat sich für euch persönlich etwas verändert, seit ihr so ein bisschen mehr in der Öffentlichkeit steht?
Null. Also wo stand ich auch? Wo stand ich auch in der Öffentlichkeit? Ja, ich stand also, doch nicht in der Öffentlichkeit. Ich würde mich ja selber so ein bisschen promoten, oder, wenn man so etwas macht. Und ich nehme an, ihr müsst jetzt viel intensiver auch am Handy sein, weil ihr vielleicht früher gewesen sind und mehr Instagram machen oder was auch immer, damit die Leute überhaupt davon mitbekommen. Ich würde mich auch gerne korrigieren, wenn das nicht der Fall ist. Und das führt natürlich dazu, dass man auch mehr über euch sieht und mitbekommt. Und ja, wäre wieso spannend zu wissen, weißt du, haben auch schon irgendwie Leute, die irgendwie erkennen, oder hat sich für euch dort irgendwie grundsätzlich etwas verändert? Ich muss nicht mehr recyceln, dass es sich verändert. Mit so einer Recyclingfirma in Basel hat mir, glaube ich, am Swiss Comedy Award Shoutout Ego House Recycling Basel, holt euch ein Abo. Nein, die haben mir geschrieben und dann gesagt, sie finden es cool, was ich mache und sie würden mir gerne ein Jahresabo schenken. Also das ist das Einzige. Das ist wirklich so das Einzige. Aber das mit, ich bin vorher schon viel am Handy gewesen, aber jetzt bin ich halt auch der, der Input gibt und nicht der, der nur konsumiert. Ja. Ich bin vorher schon viel am Handy gewesen und das mit dem Dokumentieren oder Self-Promotion, mit dem habe ich Mühe, weil ich einfach so denke, so, wer will mein scheiß Leben? Also wirklich so, wer will das sehen? Nummer eins, Nummer zwei finde ich es halt, Social Media ist so pretentious. Vor allem Posts, Stories, ich film halt, was ich kann und dokumentiere. Aber Posts denke ich mir so, ich hasse es, Fotos von mir zu machen. Du hast vorhin gesehen mit dem Foto, ich hasse es nicht mehr als, hey komm, ich poste jetzt, ich in fucking Mykonos. Oder ich bin noch nie in Mykonos gewesen, schlechtes Beispiel. Aber man muss, du hast recht, man muss. Es ist, weil unsere Zielgruppe ist ganz genau auf Social Media. Mir fällt es nicht so schwer, aber ich habe auch nicht in dem Sinn, ich glaube, ich mache es vielleicht auch falsch. Ich probiere, also ich bin einfach sehr organisch im Level von, hey, ich finde das gut, komm, ich poste das einmal. Sagen wir, auf Instagram oder auf Twitter schiesse ich halt einfach Gags zum Laufband raus, wo ich auch einfach Zeug ausprobiere. Übrigens folgen wir auf Twitter, @Moritz. Oder und, nicht. Oder auch nicht. Und folgendem Matteo, mega gut. Ja, brutal. Nein, und dort ist es einfach wie, ich habe noch nie in dem Sinn gross Mühe gehabt. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich alltag etwas posten muss. Mhm. Wirklich nicht. Also, die Expertenmeinung dazu ist, glaube ich, anders. Aber ich glaube, die Leute, die mich verfolgen und mich gerne haben, finden es halt, glaube ich, wie am besten, dass ich halt eine ehrliche, bodenständige Seele bin. Und darum wäre es, glaube ich, komisch, wenn jetzt irgendwie da eine komische Inszenierung. Oder ich habe schon mal probiert, komm, ich mache jetzt lustiger Content. Und dann sind sofort Sachen zurückgekommen, jetzt so, ah, du machst jetzt lustiges Zeug, hä? Also es ist wie die Leute checken mega schnell, wie das ist. Darum ist es für mich, ich probiere einfach das zu machen, was ich machen will. Und es tut gut. Und mit dem Erkennen auf der Straße habe ich kein Problem. Wer weiß nicht, was ja. Er ist halt eine Langstrasse-Legende, von dem man da kennt man ihn auf jeden Fall. Ja, aber eher von der Recyclingstation, wo man Dosen und Flaschen recycelt. Ist der, der immer mit der grossen Sack. Und von der Bushaltestelle. Ja. Da sitzt ab und zu schon um 12 Uhr dort, begrüßt Leute. Ich habe noch nie einen Bus gefahren. Ich habe keine Kappen zu dort. Und was ist so das, was für euch Erfolg bedeutet? Oh, wenn ich das wüsste, würde ich darauf anschaffen. Also das Ziel, das ich mir jetzt stecke oder gesteckt habe, ist mittel- bis längerfristig können davon leben, selbstständig kreativ zu arbeiten. Was auch immer das bedeutet. Also unser Podcast. Wir haben einen Podcast gemacht mit dem Ziel, dass wir einfach Blödsinn reden. Wenn es dann nie etwas wird, ist mir das völlig egal. Aber wenn es dann etwas wird werden, im Sinne von, keine Ahnung, da wieder bei Sponsoring oder egal was es ist, fände ich das schön. Es ist für mich nie ein Ziel gewesen, die Monetarisierung von dem, was ich will machen, sondern es ist für mich immer ein Ziel gewesen, das, was ich will machen, so gut wie möglich zu machen. Und ich habe mir von Anfang an gesagt, das wäre mega cool, wenn das klappt. Und ich arbeite hart dafür, aber ich darf nicht enttäuscht sein, wenn das immer ein Hobby in Anführungszeichen bleibt und ich für immer muss etwas nebendran arbeiten. Weil wenn ich Comedy anfangen hätte machen mit dem Ziel, so, hey, in einem Jahr bin ich selbstständig und ich will Fernsehen auftreten, ich will Geld, dann ist das für mich die falsche Motivation. Aber Erfolg für mich wäre, ich lebe davon, 100% selbstständig. Bei dir? Für mich ist es eher, also ich messe Erfolg am Level von, wenn jemand, der
ich nicht persönlich kenne, wo und mir niemand nach ist, den ich kenne, mir sieht, dass er etwas mega gut gefunden hat. Sei es jetzt Musik oder Comedy. Und der Rest ist einfach eine Multiplikation davon. Und ich finde, sobald ich eh so ein Reiche ab und zu, und das finde ich dann hure schön. Vor längerem ein Schnitzel gegessen und dann ist die Bedienung. Es ist so sehr alt, ich sehe es, ein schönes Lokal. Und dann ist die Bedienung ist so zu mir her und sie so, du! Jetzt musst du sagen, ich habe im Fernsehen gesagt, es ist voll gut gewesen. Da habe ich mich brutal gefreut. Ja, das glaube ich. Nein, und so sieht man das mit dem davon leben und Geld verdienen. Es ist schon ein Indikator für Erfolg, aber immer in der Idealmäßig so, man macht das, was man machen will. Also, beziehungsweise man kann sich selber sein und man kann es in dem Sinn genau so machen, wie man will. Und dann damit Geld verdienen, dann finde ich, ist es Erfolg. Und ich finde, so wenn man auf beiden Seiten irgendwie sich Schranken setzen muss, also finde ich es nämlich so schwierig. Aber ja, ich finde, es ist per se nicht messbar. Also ich finde jetzt zum Beispiel der Fakt, dass wir jetzt so etwas machen, finde ich eigentlich schon, oder dass wir überhaupt über uns reden oder so und dass irgendwie Relevanz wäre für andere Leute, finde ich eh auch schon. Also für heute fühle ich mich gut und wichtig. Super. Das freut uns. Alter, gut und wichtig. Nein, ich war überrascht. Also ich hab die Anfrage zuerst gedacht, nein, das meine ich dir nicht ernst. Wir waren doch von irgendeinem Troll, waren wir doch da hops genommen. Alter. Nein, aber ich finde, wir sind ja schon... das Interview führen mit uns zwei. Haben wir unseren Podcast ja, aber ich finde, du bist der junge Wilde und ich bin dein alter, verwirrter Kollege. Wir machen das zusammen und das ist... Deine Frisur sagt alter, verwirrter Kollege so fest. Im Fall, ich traue mich nicht zum Friseur. Er hat ihn dann im Sommer gesehen. Ich habe ihn im Sommer zu einem Coiffeur an der Langstrasse geschickt. Er hat ihm dort Seiten auf Null gemacht mit Übergang. Er hat noch nie so gut ausgesehen. Noch nie. Weißt du, ich meine? Und jetzt hat er da wieder den Schrebergarten auf der Bier, macht den Kartoffelacker und getraut sich nicht zum Coiffeur. Wieso getraust du ihn zum Coiffeur zu gehen? Weil ich alle böse ausschauen und meine Haare abschneiden. Ich weiß, ich bin momentan unschlüssig, wenn ich zukünftig ausschauen will. Und ich glaube auch wieder ein bisschen zu. Offensichtlich bist du unschlüssig, Alter. Offensichtlich bist du unschlüssig, wie du willst aussehen, Alter. Es kann ja auch nicht jeder wie ein Security ausschauen. Ja, das ist der Look. Security mit das ist Security vom Trampolinpark. Mit Trainerhose. Ja, genau. Das ist der Mindestlohn-Security. Und auf was sind wir besonders stolz, wenn wir schon bei dem Thema sind? Auf meine Ohren. Sie sind sehr groß. Meine Ohrenläppchen. Nein, also. Etwas, was wir selber erreicht haben. Ah, okay. Noch nichts. Ich kann also für mich selber, wenn ich mich anschaue, wenn ich anschaue, so, okay, ich bin 25, ist bis jetzt alles so eine rechts, what the fuck are you doing? Gewesen. Und jetzt habe ich etwas gefunden, wo ich denke, okay, gut, da kann ich jetzt viel drin investieren. Super Zeit dafür die letzten eineinhalb Jahre, klar, nicht viel möglich. Aber ich bin noch auf gar nichts. Also ich habe noch mega viel vor, also weißt, ich habe so viel noch vor mir, wo ich mir denke, das wäre für mich der falsche Moment, jetzt zu sagen, auf das bin ich stolz, weißt du, kann ich jetzt richtig oder das kann ich ins Regal stellen, überhaupt nicht. Bei mir sind so Einzeletappen, wo ich stolz bin, wenn ich zum Beispiel ein Album fertig mache oder einen okayen Auftritt oder irgendwie auf Twitter etwas schreibe und jemand, den ich mega respektiere, liked, ist es für mich auch ein Erfolg. Gleichzeitig bin ich natürlich auch immer wieder immer komplett ein Lach und denke mir, was macht denn ich eigentlich für ein Seich? Also da kann ich ja lieber vorher irgendwo gebögle gehen und jetzt mal, wenn ich das Excel abgeschlossen habe, ist so ein kleines Erfolgserlebnis. Ich weiß auch nicht, ich finde, umso älter ich werde, umso mehr habe ich das Gefühl, geht es nicht darum, auf ein grosses Ziel hinschaffen, sondern es sind alles wie so, das sind wie so kleine Super Mario Levels, wo man halt ab und zu Pilzli isst und dann wird man gerade. Nein, keine Ahnung. Man hat keine Droge. Ja, oder stimmt, der Goldmünze nachkommt. Ich finde es eher so ein bisschen, ja, ich bin eher so der Jump-and-Run-Typ, würde ich damit sagen. Noch nie in seinem Leben jumped und noch nie in seinem Leben ist er gerunnt. Noch nie. Ich bin eine Legende im Jump-and-Run. Liechtenstein ist ein Sportart dort.
Und er ist Landesmeister. Er ist Landesmeister in allem im Liechtenstein, weil keine Konkurrenz. Ist dir schon mal aufgefallen, dass ich dir jetzt die ganze Zeit nicht ins Wort gefallen bin und du mir bei mindestens jeder zweiten Frage? Ja, Erfolg. Ich weiß nicht, ich find's gut, wenn ich etwas gut mache und die Leute das Gefühl haben, dass es gut ist. Ich finde auch der Podcast mit dem Matteo, unsere Zusammenarbeit, ist auch sehr erfolgsträchtig, unerwartet. Ich sehe da immer so, wie viele Leute da so aufklicken und denke so, okay, entweder stimmt etwas mit vielen Leuten nicht in diesem Land. Oder wir sind wirklich mega gut. Ja. Und umso länger, dass ich darüber nachdenke, stimmt, glaube ich, etwas mit den Leuten. Nein, ich glaube tatsächlich, also das ist jetzt meine Einschätzung, ich glaube, der Podcast funktioniert grossenteils wegen Moritz und nicht wegen mir. Weißt Nein, es ist wegen uns beiden. Jo, es ist so ein bisschen so, was Feedback, das wir dort kriegen, ist so, dass man merkt jetzt auch hier so ein bisschen, es ist so recht, es ist Spannung rum, aber ich finde eine gute Art und Weise Spannung, aber ich glaube, es funktioniert, weil der Moritz extrem likable ist und mich so gut kann deflecten. Und weil, also er stellt mich in einem sehr guten Licht dar. Das ist so, glaube ich, warum es funktioniert. Weil die Leute sich denken so, der Moritz bringt Matteo bei, wie man ein guter Mensch ist. Wir können das miterleben. Ich meine, stimmt, man könnte es eigentlich auch Projekt Matteo nennen. Es ist so. Wirklich einfach, ich mache Sozialstunden und er ist einfach nett zu mir und kümmert sich so ein bisschen um mich. Und darum funktioniert das. Ich allein glaube, unaushaltbar. Stimmt, eigentlich mache ich Arbeitsintegration bei dir und du machst Comedy. Irgendwie so. Nein, aber durch und durch gute, super Sache, die wir da machen. Ja, finde ich auch. Vielleicht noch so als Abschluss. Bitte. Auf was freut ihr euch als nächstes? Für McDonald's am HB? Jetzt gerade konkret? Nein, ich weiß es nicht. Ich will im Moment keine Hoffnungen mehr aufbauen. Und ich denke so, hey, auf das freue ich mich. Weil es gibt ja auch noch nichts, was man konkretisieren kann. Und aufgrund von dem denke ich mir, ich freue mich darauf, dass irgendwann wieder alles möglich ist, so wie vorher. Aber sonst, also auf nichts, weil es gibt ja... Also es soll jetzt nicht negativ tönen, sondern ich muss realistisch bleiben. Und dann, wenn es wieder möglich ist, freue ich mich auf Comedy, ganz klar. Aber bis dort an, probiere ich es ein bisschen in den Ball flach zu halten. Ich freue mich auf alles. Ja, das ist doch ein schöner Abschluss. Ja, auf jeden Fall. Danke vielmals für das spannende Gespräch. Danke dir.